Hey und willkommen! In diesem Lore-Video lernt ihr kurz und knackig die Geschichte von AC Odyssey kennen. Wollt ihr mehr zu AC? Dann lasst gerne ein Abo da oder folgt mir auf Twitch, denn dort werde ich auch Valhalla streamen. Aber jetzt geht's los mit dem Video. Wir schreiben das Jahr 480 vor Christus. Wir erleben die Schlacht der Thermopylen. Wir erleben das letzte Gefecht von Leonidas, einer der 300 Spartaner. Wir erleben seinen Tod und Jahre später entdecken wir, dass sein Speer an seinen Enkel weitergegeben wurde. An uns, Alexios oder Cassandra. In meinem Fall Alexios. Im weiteren Verlauf des Spiels erleben wir mehrere Flashbacks und entdecken, dass Alexios Schwester aufgrund einer Vision des bekannten Orakels von Delphi eine Klippe heruntergestoßen werden musste. Beim Versuch, sie zu retten, stößt Alexios einen Priester die Klippe mit herunter und wird auf die gute alte spartanische Art bestraft. Wir springen nun 50 Jahre nach vorne zum Peloponnesischen Krieg, der Krieg zwischen Sparta und Athen. Um genau zu sein, springen wir auf die Insel Kefalenia, eine Insel im Westen von Griechenland, wo Alexios in seiner Kindheit vom tollpatschigen Markus aufgezogen wurde. Alexios ist mittlerweile ein erwachsener Mann und vor allem professioneller Söldner und muss natürlich die Probleme vom tollpatschigen Markus beheben und lösen. Dabei treffen wir auf den gutherzigen Barnabas, der von einem bösen Schurken namens Zyklopen in die Berge genommen wird. Zu Beginn dieser Auseinandersetzung nimmt Alexios das Kunstauge vom Zyklopen in die Mangel und spendet es einem Ziegenarsch. Als er nach etlichen Aufgaben auf der Insel auf den mysteriösen Elpenor trifft, ändert sich nochmal alles für Alexios. Dieser gab ihm den Auftrag, den Wolf von Sparta zu eliminieren, der sich zu der Zeit auf dem griechischen Festland im Megaras befand. Der Wolf von Sparta ist jedoch sein Stiefvater und Alexios erfährt, dass sogar seine Mutter noch am Leben sei und sie mehr über die Herkunft seines richtigen Vaters weiß. Bei der Rückkehr zu Elpenor enthüllt dieser, dass er seine ganze Familie eliminieren will und wird dabei vom guten Alexios zu Sparta-Hackfleisch gehackt. Durch Barnabas trifft Alexios auf Herodotos, einen damals populären Geschichtenschreiber, und er erfährt am Denkmal von Leonidas, dass der Speer und die Blutlinie von ihm etwas Besonderes sei. Alexios passiert das Orakel von Delphi und hört zum ersten Mal etwas vom Kult des Kosmos und dass dieser Kult die gesamte griechische Welt kontrolliert. Alexios schmuggelt sich in eine Versammlung dieses Kults. Er trifft auf die vermeintliche Anführerin Deimos, kollidiert mit ihr und realisiert, dass er seine Schwester wiedergefunden hatte. Alexios reist durch die griechische Welt und zerstört dabei schrittweise den Kult des Kosmos, den Vorläufern des Tempelordens. Er erlebt dabei die große Seuche während der Spartaner-Belagerung Athens. Er trifft seine Mutter und erfährt, dass sie auf eigene Faust unter dem Namen Phönix durch die Welt gereist sei und sich auf Mykonos niedergelassen hatte. Er trifft in einer alten Iso-Ruine auf einen riesigen Komplex und auf seinen Vater Pythagoras, der all die Jahre der Hüter des Stabes Trigestumis war und somit das Tor von Atlantis bewachen musste. Dieses Tor versiegelte Alexios, indem er die vier großen Kreaturen der griechischen Welt niederstreckte und deren Artefakte zusammenführte. Den Minotaurus, die Medusa, die Sphinx sowie den Zyklopen. In aller Echten. Alexios kämpfte auf beiden Seiten des Peloponnesischen Krieges und konnte den Kult letztendlich zerschmettern. Es gab ein letztes Zusammentreffen seiner Schwester Cassandra auf dem Berg Taygetos, wo alles begann. In einer hitzigen Diskussion konnte Alexios sie überzeugen, indem er ihr den Stab in die Hand gab, wodurch sie ein Flashback bekam und nun alles verstand. So saßen in meinem Ende Cassandra, unsere Mutter Myrene, sein Stiefvater, am Ende alle an einem Tisch vereint und aßen. Ende gut, alles gut? Nicht wirklich. Nach einer Nachricht aus Makedonien, dass die Perser dort eingefallen seien, ging Alexios dem nach und entdeckte dabei tatsächlich Perser. Im Verlaufe dessen trifft er einen etwas älteren Mann, der sich selbst als Dareios ausgibt. Es kam zu einem Kampf zwischen den beiden und der alte Mann nutzte eine versteckte Klinge, die an seinem Arm befestigt war. Die wahrscheinlich erste versteckte Klinge in der Welt von Assassin's Creed. Alexios trotzt den Persern und lernt nicht nur Dareios kennen, sondern auch seine einzige Tochter Neyma. Er erfährt, dass Dareios sein Großvater Leonidas durch die Tötung Xerxes gerecht hatte. Dareios versuchte auch dessen Sohn Artaxerxes zu eliminieren, scheiterte jedoch, weil ein guter Freund aus der königlichen Wache, Amorges, ihn aufgehalten hatte. Seitdem ist Dareios ein verfolgter Mann von ihm und einer geheimen Organisation, die sich der Orden der Ältesten nennt. Alexios schaltet in Makedonien dabei viele wichtige Mitglieder dieses Ordens aus und lernt Dareios immer weiter kennen und erfährt von der Ermordung fast all seiner Familienmitglieder, von seinem richtigen Namen, Artabanos,
und von seinem Verfolger, dem Anführer des Ordens, der Ältesten, Amorges. Der Orden wurde zerschlagen, das dachten sie zumindest, und sie beschlossen, alles hinter sich zu lassen. Zwischen Alexios und Dareios Tochter entwickelte sich eine Liebesbeziehung und sie beschlossen, sich in einem kleinen Dorf, Dyme, nicht weit von Alexios Zuhause, Kephallenia, niederzulassen. Und schwuppsdiwupps kam im Jahr 422 vor Christus dann deren gemeinsamer Sohn Elpidios zur Welt. Diese Idylle währte aber nicht lange, denn Wochen später fand Amorges und der Rest vom Orden sie. Die Stadt wurde angegriffen und komplett in Brand gesetzt. Alexios und Dareios versuchten, die Angreifer aufzuhalten und gleichzeitig ihre eigene Familie zu schützen. Beides gelang ihnen jedoch nicht. Das Dorf brannte und Alexios fand seine Frau, die versucht hatte, sich zu verstecken, blutüberströmt am Strand. Und sein Sohn Elpidios war verschollen. Amorges entkam und Alexios war die Rache ins Gesicht geschrieben. Die letzte gemeinsame Reise von Alexios und Dareios begann und sie fanden schlussendlich Amorges und streckten ihn nieder. In seinen letzten Atemzügen offenbarte Amorges den Aufenthaltsort von Elpidios. Sie fanden ihn auf einer kleinen Insel am anderen Ende der griechischen Welt und Dareios musste feststellen, dass der Sohn von Artaxerxes, den Mann, den er töten wollte, seinen Enkel Elpidios die ganze Zeit geschützt hatte. Alexios und Dareios beschlossen beide, dass es besser für Elpidios sei, wenn er fortgehen würde. So bereitete Dareios sein Schiff in Richtung Ägypten vor und Alexios gab seinem Sohn einen letzten Abschiedskuss. Elpidios bekam von Dareios die Lehren der Verborgenen beigebracht und lebte fortan in Ägypten weiter. Außerdem sehen wir in der Zwischensequenz, dass der Kreislauf zu Origins sich schließt, denn Elpidios ist der Vorfahre von Aya, der Frau von Bayek, dem Hauptprotagonisten aus Origins. Zurück in Griechenland musste Alexios viele Jahre später feststellen, dass die Geschichte von Atlantis noch nicht ganz abgeschlossen sei. Alexios wurde die Rolle des Hüters zuteil, als sein richtiger Vater Pythagoras ihm den Stab übergab und dabei starb. Und damit begann auch seine neue Verantwortung, der Hüter von Atlantis zu sein. Um seiner neuen Verantwortung gerecht zu werden, erschien ein ISO-Hologramm mit Namen Alestea, die ihm erklärte, dass er Prüfungen bestehen müsse. Auf ganz entspannt machte sich also Alexios nun auf in die Götterwelt. Oder wie wir sie kennen, die Welt der ISO. Die erste Station, das Elysium, das Reich der Wohltäter oder von den Göttern geliebten Menschen. Hierbei erfuhr Alexios von der strikten Herrschaft von Persephone, der Frau des Hades. Er machte auch die Bekanntschaft mit Hermes, der, wie wir erfahren, verantwortlich für die Entwicklung der ISO-Artefakte oder der Edensplitter ist. Er hilft den Menschen dabei, eine Rebellion anzustiften, konfrontiert dabei Persephone und wird im Gefecht in den Hades gestoßen. Wie Alexios nun eben so ist, besiegt er zu Beginn gleich mal den dreiköpfigen Höllenhund Kerberos und steht nun bei Hades in der Schuld. Denn der Kerberos war eigentlich der Türsteher für all die Seelen des Tartarus, der Hölle. Da die jetzt nun frei umherschwirren, musste er das Ganze natürlich wieder versiegeln und trifft dabei auf alte Bekannte, die uns auf den ersten Blick nicht mehr erkennen. Zum einen Phoebe, die Alexios schon seit Kephallenia begleitet, aber leider in Athen von den Kultisten getötet wurde, und zum anderen auch Brasidas, ein alter Freund aus seiner spartanischen Kindheit. Habe ich erzählt, dass er auch alte Bösewichte trifft und Elpenor ihm im Hades sogar hilft? Nachdem er alle Aufgaben erledigt hat, die vier legendären Gefallenen Achilleus, Herakles, Agamemnon und Perseus besiegt hatte, realisierte Alexios, dass Hades nie vorhatte, ihm zu helfen. Nach all den legendären Kämpfen, die Alexios schon hatte, kämpft er nun also auch noch gegen einen Gott. Er besiegt ihn fast, als Poseidon einschreitet und ihn mit nach Atlantis nimmt. Alexios erlebte also Ordnung und Chaos und seine letzte Prüfung bestand darin, nun selbst zu regieren. Er lernt die Bevölkerung von Atlantis kennen, hört sie an, löst Probleme und erfährt dabei viele Dinge. Er lernt zum Beispiel, dass Adamant das Grundmaterial für ISO-Artefakte sei und dass diese hauptsächlich zur Kontrolle der Menschen entwickelt wurden. Er findet heraus, dass Menschen in Atlantis von einer unbekannten Macht für ein geheimes Projekt namens Projekt Olympus missbraucht werden. Alexios kommt dem auf die Schliche und erfährt, dass Juno und ihr Mann Ida dahinter stecken, die wir beide schon in vorherigen Teilen wie Black Flag gesehen haben. Das Projekt Olympus war die Idee, einen Edensplitter in einen menschlichen Körper einzupflanzen und somit eine kontrollierbare Waffe zu besitzen. Eine Armee von Edensplittern sozusagen. Und jetzt ratet mal, welche vier Kreaturen daraus entstanden sind. Genau, der Minotaurus, die Sphinx, der Zyklop und die Medusa. Das wäre aber zu einfach. Juno und Ada kreierten eine Mischung aus all diesen vier Kreaturen und es entstand eine gewaltige Supermutation. Diese bekämpfte Alexios natürlich, währenddessen Poseidon, Ada und Juno in Schach hielt. Das war aber nicht das Ende. Alexios letzte Prüfung trat an und er sollte den sogenannten Zyklus von Atlantis beenden. Denn er ist der Hüter. Er, sein Stab,
Zwei Ehensplitter sorgten nun dafür, dass die gesamte Stadt geflutet wurde und Alexios seinem Schicksal gerecht wurde und nun bereit sei, seine letzte Prüfung abzuschließen. Übergabe des Stabes an Leyla Hassan und seinem vollständigen Ende. Und damit geht es auch im nächsten Video weiter, die Geschichte von Leyla Hassan. Wenn euch diese Zusammenfassung gefallen hat, dann lasst mir gerne doch einen Like da oder ein Abo. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wie fandet ihr dieses Format? Ich würde mich freuen. Und wenn ihr mir beim Zocken zuschauen möchtet, wie ich zum Beispiel nächste Woche AC Valhalla streame, dann checkt doch mal unten in der Beschreibung meinen Twitch-Kanal aus. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschö mit Ö. Ciao mit V.